Die Polizei hat im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg 54 Objekte in 7 Bundesländern durchsucht. Das teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen mit. Das Ministerium führt demnach ein Ermittlungsverfahren gegen das Islamische Zentrum Hamburg, das in einem Vereinsverbot münden könnte. Innenministerin Nancy Faeser sagte, das Zentrum werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Sie sagte, gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlen, gilt, wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze. Das Zentrum gilt als verlängerter Arm des iranischen Regimes, das der islamistischen Hamas zu ihrem Angriff auf Israel gratulierte und diesen als Wendepunkt in der Fortsetzung des bewaffneten Widerstands bezeichnet hatte. Die Sicherheitsbehörden gehen laut Bundesinnenministerium auch dem Verdacht nach, dass das IZH Aktivitäten der pro-iranischen libanesischen Hisbollah unterstützt, für die in Deutschland ein Betätigungsverbot gilt. Durchsucht wurden am frühen Morgen den Angaben zufolge Objekte in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Im Zuge der deutschlandweiten Razzia hat die Polizei laut dem Landesinnenministerium auch ein Objekt in Stuttgart durchsucht. Mit den heutigen Durchsuchungen senden wir ein klares Signal an alle, die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden, sagte Innenminister Thomas Strobel am Donnerstagmorgen in Stuttgart. Er sprach sich gegen jegliche Form von Extremismus und Antisemitismus aus. Hamburgs Innensenator Andi Grote hat die bundesweiten Razzien gegen das IZH und ihm zugeordnete Einrichtungen als harten Schlag bezeichnet. Die Zeit des Zentrums sei erkennbar abgelaufen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagmorgen. Der Hamburger Verfassungsschutz habe stets auf die extremistische Ausrichtung des IZH hingewiesen und den Druck hochgehalten, sagte Grote. Ich bin sehr froh, dass das Bundesinnenministerium das Verbotsverfahren sehr zielstrebig betreibt und gehe davon aus, dass dieses Verfahren nun konsequent zu Ende gebracht und das IZH zeitnah geschlossen wird, ergänzte er. In einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums hieß es weiter, die Aktivitäten des IZH, das Träger der Hamburger Imam Ali Moschee ist, seien darauf ausgerichtet, das Revolutionskonzept der obersten iranischen Führer zu verbreiten, das im Verdacht steht, gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland und den Gedanken der Völkerverständigung zu verstoßen. Der Verfassungsschutz hat laut dem Ministerium nicht nur die Aktivitäten in der auch als Blaue Moschee bekannten Hamburger Einrichtung im Blick, sondern geht davon aus, dass das IZH auf bestimmte Moscheen und Vereine großen Einfluss bis hin zur vollständigen Kontrolle ausübt. Innerhalb dieser Kreise sei häufig eine antisemitische und anti-israelische Grundeinstellung feststellbar, hieß es in der Mitteilung.